So, hallo, herzlich willkommen beim neuen Video. Du bekommst das, was du brauchst und nicht das, was du willst. Warum ist es so? Warum ist es so, dass du das bekommst, was du brauchst und nicht das, was du willst? Okay, wenn du mein Video von gestern noch nicht gesehen hast, dann schau es dir unbedingt an. Da erkläre ich auch nochmal große Hintergründe dazu. Aber das, was du im Außen bekommst, sozusagen, das, was dir im Außen reflektiert wird, ist das, was du glaubst. Was du glaubst, es ist deine Geschichte, es ist deine Vorstellung. Die spielt sich da draußen ab im sogenannten reellen Leben mit reellen Personen. Aber dennoch ist es deine Geschichte. Und diese Geschichte bezieht sich auf deine Identität. Und wenn deine Identität jetzt eben noch der Meinung ist, ich muss noch was lernen, ich muss noch besser werden, ich muss mehr geliebt werden, ich muss noch mehr Geld verdienen, dann bekommst du das, was du glaubst, dass du brauchst. So. Anzeichen, dass du weniger Geld hast, Anzeichen, dass du nicht gut genug bist, Anzeichen, dass du nicht geliebt wirst, Anzeichen von sämtlichem Mangel. Weil du ja offensichtlich, wenn du nicht in deiner Divine Design Identität bist, noch davon ausgehst, dass du Mangel bist, dass du Mangel bist. Und dann ist das, was du draußen manifestierst, scheinbar das, was du noch brauchst, um zu kapieren, dass du ja in Wahrheit gar nicht Mangel bist, sondern Perfektion, Fülle, Erfüllung, Divine Design, göttliches Design, fehlerfrei, mangelfrei. Und solange du, ich mache jetzt hier wieder mal die Hälfte, aus diesem Mangeldesign denkst, hast du das Gefühl, du bekommst nicht das, was du willst? Und dann sagen die Spirituellen, aber das brauchst du. Du bekommst immer das, was du brauchst, aber du bekommst immer das, was du bist. Aber wenn du natürlich glaubst, dass du mangelhaft bist, bekommst du irgendetwas, dass du wieder sagst, du bist mangelhaft und du bist nicht gut genug. Und es gibt so lange, bis du irgendwann mal aussteigst und sagst, okay, ich bin göttliche Identität, ich bin perfekt, an mir ist nichts falsch, an mir war noch nichts falsch. Mein Hirn und meine Gedanken, meine Geschichten haben mir irgendeinen Dreck erzählt. Sitzt aus, Ende aus, Amen, ich steig aus, ich bin jetzt göttliches Design. Dann manifestierst du das, was du bist. Fülle, Erfüllung, Freude, Fülle, Erfüllung, Perfektion. Erfüllung, Fülle, 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 Fülle. Erfüllung. Ein geilen Scheiß nach dem anderen. Bam, bam, bam. Und denkst, what? Wo kommt das her? Aus dir, aus deiner Erfüllung, weil du endlich erkannt hast, wer du wirklich bist und auch so denkst. Und plötzlich deine Welt so reflektiert. Und das ist das einzige Problem, warum deine Manifestation nicht kommt oder nicht so kommt oder du glaubst, du kriegst nicht das, was du willst, weil du nicht das bist, was du sein willst. Deswegen kriegst du nicht das, was du willst. Weil halt noch irgendwas Beschränktes, irgendwas analytisches, zusammenhängendes, geschichtliches, rückschließendes, sich auf irgendwas Beziehendes, in Relation Sehendes bist. Dann ist es so. In dem Moment, wo du da aussteckst, aus dieser Human Design Welt, aus dieser menschlichen Matrix, aus dieser Mangelmatrix, Matrix der Nichterfüllung, des, es fehlt noch irgendwas, wirst du halt jemand von denen sein, der sagt, du bekommst das, was du brauchst und nicht das, was du willst. Aber letztendlich
kriegst du immer das, was du bist. Und wenn du halt noch einen Tritt in den Hintern brauchst, um zu erkennen, dass du nicht das bist, was du glaubst, was du bist, weil du nicht das kriegst, was du kriegen willst, sondern das, was du brauchst, um zu erkennen, dass du in einer falschen Identität hier lebst. Das ist der einzige Punkt. Und das hat mit nichts zu tun, deine Identität. Deine Identität ist das göttliche Perfektion und der Ausdruck deiner Identität, den willst du. Den willst du. Und wenn du meinst, du müsstest Transgender sein, um deine Identität auszudrücken, dann tust du das. Aber sag nicht, dass dich jemand gezwungen hat oder dass es so sein muss. Du hast es gewählt. Wenn du deine Haare färben willst, musst oder dich anders anziehen musst, damit sich deine Identität so ausdrückt, wie du das gerne hättest, dann mach's doch. Du darfst doch alles machen. Deine Identität ist davon unbeeindruckt. Nur dein Kopf erzählt dir halt noch Geschichten, dass das irgendwie zusammenhängt. Aber letztendlich ist es nur Energie und du versuchst, Energie durch Zusammenhänge zu erklären. Das siehst du jemanden, der ist irgendwie, keine Ahnung, angezogen, schmuddelig, irgendwie nicht so, wie du glauben würdest, ist jemand, der auf sich acht gibt, der sich liebt und wertschätzt, angezogen, sich anzieht, sich kleidet. Okay. Aber das liegt nicht an den Kleidern von der Person. Das liegt an der Energie. Und du nimmst einfach Energie wahr. Du nimmst das Zeug wahr, was in den Köpfen der Menschen drinne ist, wenn du sie siehst. Und wenn dir das nicht gefällt, ändere deine Ansicht. Weil du kannst immer wahrnehmen, was ist Divine Design in den Köpfen der Menschen. Wenn es nicht in den Köpfen der Menschen ist, weil, kannst du immer wissen, dass es da ist. Aber du kannst auch immer wieder wissen, wie das Human Design, wie diese beschränkten Denkmuster in den Köpfen der Menschen sind. Und das ist das, was ich in meinen Coachings mache. Ich bin dann wie ein Übersetzer. Ich übersetze deinem Verstand seine Verstrickung und zeige die Lösung auf. Ich entstricke sozusagen in meinen 1-zu-1-Coachings, in meinen Co auch Gruppencoachings. Das sind göttliche Messages, die einfach diese ganzen Bedingungen und Zusammenhänge und Analysen nackt legen. So, das kannst du dir vorstellen wie neuronale Netzwerke. Die kappe ich einfach ab. Die feiern dann nicht mehr zusammen. Du hast immer wieder die Wahl zu sagen, ja doch, diese Analyse, aber diesen Rückschluss, diesen Zusammenhang, diese Beziehung, die stelle ich jetzt wieder her. Aber du musst es nicht. Du kannst einfach diese göttliche Analysen und Rückschlüsse jetzt wirken lassen für dich. Alles in höchster Perfektion, alles in höchster Fülle, alles in bester Ordnung. Alles ist immer in Erfüllung und Fülle. Ich muss nur sagen, wie ich es haben will. Und dann löst sich das langsam in deinem Köpfchen auf. Und deswegen hast du das Gefühl, du kriegst das, was du brauchst. Oder deswegen haben Leute das Gefühl, die das sagen, als Erklärung, warum du eben nicht das bekommst, was du möchtest. Weil du es eben noch nicht bist. Aber es macht ja nichts. Du kannst es sein. Jeden Moment. Und du musst es eben bleiben. Das ist das Ding. Du musst es bleiben. Und dass du es bleiben kannst, brauchst du das entsprechende Denken. Und dass du das entsprechende Denken behältst, dazu musst du üben. Und da bleiben und dranbleiben. Und dazu dienen meine Masterminds und jetzt neu unsere Divine Design. Ich bin Divine Design Community. Weil es halt nur so funktioniert. Ich muss der Master von meinem Denken werden. Und alle versuchen, die Meisterschaft von ihrem Tun einzunehmen. Aber es ist die Meisterschaft des Denkens,
der dich hinterher in den Umsetzungsmeisterzustand versetzt. Ich hoffe, du hast Freude an diesem Video gehabt. Es hat dich inspiriert. Es hat dich in dein Design, mein Design katapultiert. Möchtest du mehr Hilfe? Möchtest du mehr Unterstützung? Masterminds sind offen für die, die ganz oben einsteigen wollen. Und sonst gibt es meine Masterclasses, meine Online-Kurse. Es gibt auch noch Einführung in Divine Design Energetics, wo du auch hier nochmal diesen ganz klaren Basiseinstieg vermittelt kriegst. Da haben wir jetzt auch noch im Oktober, 21. Oktober, einen Live-Call dazu. Diese kleine Mini-Ausbildung kannst du auch noch kaufen auf meiner Homepage und dann live am 21. Oktober dabei sein. Und ich freue mich riesig über dich in meiner Community, in meiner Welt. Je krasser du da einsteigst, desto unglaublicher und für den Verstand überraschender werden die Dinge sein, die sich in deinem Leben manifestieren. Lass es einfach mal drauf ankommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.